Hallo an alle, die auch diesmal wieder eingeschaltet haben. Wir sind hier heute zurück und wir werden heute den Silberfisch Dungeon machen. Ja, und da habt ihr gerade den Real LOL King gehört. Der hört mich allerdings kaum, weil ich Push to Talk anhab. Oh, das war einfach schon der beste Moment jetzt aller Zeiten. Du fängst an zu reden und dann einfach so mitten im Satz hörst du auf zu reden. Ja, und ja, ich werde heute den Silberfisch Dungeon machen. Ja. Und ich glaube, ich lasse jetzt einfach mal wieder die Taste los. Das wird, glaube ich, ein bisschen nervig, die ganze Zeit den einen Finger drauf zu haben. So, jetzt hört er wieder. Sag nur eins, es gibt eine ziemlich nervige Stelle, falls du noch nicht das Neue gemacht hast. Hab ich schon. Da hat sich auch wieder keiner gehört. Ja. Okay, dann gehen wir mal wieder hier hin. So, an diese Stelle. Das sieht aus wie eine Ausgrabungsstätte. Mit einer Kiste oben drauf. Da gehe ich jetzt allerdings nicht hin. Ich bin gar nicht so sicher. Können wir da hoch? Ich glaube schon, dass wir da hoch können. Huh, ja, Jump'n'Run. Zeugs. So, dann wieder aus dem Stealth raus und fallen lassen und Kiste aufmachen. Yeah. Und ich glaube, ich kann mir heute auch noch... Nein, noch nicht. Ja, später. Okay, dann, was sehen wir hier unten? Ja, das sieht aus wie so ein antiker Tempel. Und ich muss meine Hand gleich auf Y lassen, damit er mich hört, aber ihr hört mich jetzt, also ganz gut. Okay. Dann gehen wir gleich mal hier rein, denn hier drin ist der Merchant. Der, ja, wie sein Name schon sagt, ist das Silver Key Merchant, Silver Fish Key. Und der verkauft euch einfach, die Keys. Der steht da vorne. Ich hole die Kiste hier nochmal. Ist wohl so eine Art antike Kiste. So. Dann gehen wir hier rein. Hier ist der Key Merchant. Property of Wind Excavation und Sandcrawler. Gold and Jewelry. UH9401. Ja, ihr braucht vier Blöcke auf jeden Fall. Und was steht hier noch? Golden Sphinx. DA5015. Property of Wind Excavation. Golden Bat, GU5014. Which is the property of Wind Excavation. Organs and Pots, NA5918. Okay. Ich würde sagen, dann, ja, lass mal direkt zum Silberfisch Dungeon gehen. Das ist wahrscheinlich extrem eigenartig, wenn man mit irgendeiner Person da ist und sie nicht hört. Egal. Dann gehen wir mal hoch. Durch die ganzen Monster hier durch, ja. Einfach den Weg durchhacken. Wirklich hacken, nicht hacken, sondern na. Okay, ich glaube, ich sollte mal ein bisschen weniger das Ganze umschreiben. So einfach mal die Wörter so rauslassen. Kostet erstens weniger Zeit und zweitens wird das Ganze nicht allzu unverständlich. Ja. Okay, ich gehe jetzt mal dann zum Silberfisch Dungeon. Yay. Okay. Dann was sehen wir da vorne. Und das sieht gerade extrem eigenartig aus, denn ich halte gerade mit drei Fingern einmal Push to Talk, einmal Steuerung und einmal W. Und noch mit meinem Daumen die Leertaste. Naja. Dann machen wir jetzt mal den Silberfisch Dungeon. Der auch schon. Was hast du auf Steuerung? Weil ich habe gerade bemerkt, dass ich mich aus Versehen gemutet. Ja, Push to Talk habe ich ja gerade auf Y. Ich war gerade angegriffen, so. Und Steuerung habe ich in Zoom von Optifine. Und ja, das war's dann. Das sieht groß aus. Und? Voll die normale Tastenbelegung. Thumbnail. Das war gerade wieder zu laut, denke ich. Zum Glück habe ich gerade die Taste nicht auf Y. So ist mein Finger nicht auf Y gehabt. Okay. Oh wow, da hat sich sogar einer XX Windcraft XX genannt. Na, Key Collector. You have access to the dungeon. This time only. Okay, ich bin dann mal im Dungeon. So, wow, wo bin ich? Okay. Ich bin wohl da durch die Decke gefallen. Mal weiter, was haben wir da vorne? Eine Tür. Eine Tür. Und ja, nach dem, was ihr vorhin schon gehört habt,
Ich habe also eine Show mal gemacht. Es war ein bisschen schon eine Zeit her, schon eine Weile her. Und naja, da habe ich das schon mal gemacht, schon mal. Da wart ihr nicht dabei, ich war dabei und sonst nur der Sven, weil ich ihm dabei geholfen habe. Naja, sollte uns aber nicht daran hindern, den Dungeon jetzt einfach mal zu machen. Wow. Also, was man hier sieht, so, Satz wieder vernünftig hinbekommen. Ein Jump'n'Run. Ein Jump'n'Run sollte, glaube ich, schon reichen, ja. Überall scheint hier Blut auf dem Boden zu sein. Oder halt Redstone. Kommt drauf an, wie man das interpretiert. Es scheint wohl doch einfach nur Redstone zu sein. Ja, da muss man eigentlich nur hier hoch. Es sind ziemlich einfache Sprünge. Oder na, zumindest nicht die schwersten. Hier haben wir eine Weighted Plate. Die kennen wir ja schon aus dem Zombie-Dungeon. Da muss man ein Item ra rauf tun. Und jetzt muss man aber nur verschwinden. Also quasi nur hier runter, sich runterfallen lassen und weg. So. Und ja, man merkt schon, das hier wird nicht so wirklich eine Expedition. Das wird eher eine Art Walkthrough. Weil wir hier nicht einfach mal zeigen, oder ich hier mal zeige, was wir hier machen werden. Natürlich gefolgt von allen möglichen Ungeziefern. Naja, hier haben wir die Puzzle Challenge. Hier sieht man zwei Schlangen. Dafür gehe ich nochmal ein bisschen weiter weg, damit man das besser sieht. Das sind zwei Schlangen. Die, die spucken gerade Wasser aus. Nicht gerade wirklich angenehm und naja, alles Mögliche. Aber naja, so läuft das eben. Dann hat man hier oben, muss man hier Feed the Snake, da muss man einen Emerald reinwerfen. Und das gleiche bei der anderen Schlange. Und das war es dann so ziemlich, glaube ich. Ja, sollte, glaube ich, das gewesen sein, wenn ich mich noch richtig erinnere. Es könnte natürlich auch jederzeit etwas Unerwartetes geschehen. Okay, dann haben wir hier unten. Das Ganze mal reinwerfen. So. Da war natürlich noch so ein Ton und. Oh, wow. Okay. Und ja, und jetzt sollte sich da unten eigentlich die Tür aufgetan haben. Diese da hinten. Von dort kamen wir. Da unten scheint eine Silberfisch zu sein. Und ich glaube, wenn ich mit Abonnenten spreche, sollte ich, glaube ich, nicht auf Push to Talk was haben. Na egal, machen wir weiter. Man kann ich aber beim nächsten Mal beachten. Weil ich halt einfach zu faul bin, das Ganze umzustellen. So, dann kommt man hier hoch und et voilà. Zwei Weighted Plates. Und das klang gerade nicht gesund. Was ist geschehen? Das klang gerade nicht wirklich gesund. Ich hab mein Mikro. Oh, du bist Ach auf Gott, aus. dieses. Ja, ich hab das Mikrofon gerade, das ist gerade ein bisschen verbuggt. Ach so. Also ich versuch gerade. Wie stellt man Push to Talk ein? Ach so. Okay. Dann, wir haben die Puzzle Challenge gemeistert. Jetzt haben wir die Parkour Challenge. Wofür wir einfach nur hier durchlaufen müssen, quasi, oder? War es das? Ich glaube schon. Ich glaube, als Assassine kommt man. Ah, nee, ach ja, man wurde zurückteleportiert. Aha. Ich weiß auch, dass ich den linken Part hier genommen habe, weil hier die eine Aneinanderreihung von einfacheren Sprünge sind oder ist. Also im Vergleich zur Mitte. Ich habe die Mitte noch nie gemacht. Muss ja auch noch nebenbei mal so sagen. Ich weiß gar nicht, was in der Mitte eigentlich auf einen wartet. Aber hier scheint es mir einfach viel einfacher zu sein. Deshalb nehme ich immer die Seiten. Denn die Seiten, die sind nämlich vom Aufbau her genau gleich, nur eben halt gespiegelt. Um natürlich hier das Ganze nicht einfach den rechten Gang zum Beispiel irgendwo anders hinführen zu lassen. So. Dann springen wir mal hier weiter. Wir sind hier fast durch und da haben wir es geschafft. Tada! Hier ist nochmal die Mitte, für alle, die es nochmal sehen wollen. Ich finde die ein bisschen schwieriger. Aber naja, das ist eher Geschmackssache. Was wichtig ist, ist, dass wir jetzt einfach mal weitergehen. Ja. Haha. Wir haben hier jetzt nämlich die Fighting Challenge, oder wie ich die ja schon mal übersetzt habe, die einfach mal durchlaufen Challenge. Ja.
Ups, au. Au. Druckplatten. Mehr Druckplatten. Tomb Guardians. Achso, bei den Druckplatten geschah irgendwas, stimmt ja. Naja, hier wurde man wieder runtergeworfen. Wenn man nicht aufmerksam genug war, haha. Obwohl, ja, man muss runtergeworfen werden. Haha, man darf nicht aufmerksam sein. Denn dann kommt man hier nämlich in den nächsten Raum. Hier hat man dann noch eine ganze Menge an Silberfischen. Man kann hier Items farmen. Ja. Ihr habt richtig gehört. Man kann hier Items farmen. Ich guck nochmal was. Okay. Man kann ja eine Menge Items farmen, wenn man will. Ja. Und ja, man musste da hinten dann nochmal auf den Knopf drücken, denke ich. Achso, ja, dann kam, glaube ich, hier die Silberfische raus. Ah ja. So würde ich mir zumindest vorstellen. Jupp. Jetzt kann man dann hier nochmal hier durch. Und da vorne einfach mal in den Bossraum hineinspazieren. Bossroom Sandwich. Ja. Abstand einer meiner liebsten Bosse überhaupt. Sandwich. So, hier vorne haben wir sie. Level 45. In meinen Augen nicht so schlimm wie eine normale Witch. Im, ja, Vanilla Minecraft. Natürlich ist das hier Vanilla Minecraft, aber naja. Nur um das mal so klarzustellen. Für mich scheint das wohl hier, na, nicht ganz. Ich dachte, es wären nur 3 Multi-Hits, aber scheint wohl 4 Multi-Hits zu sein. Ich brauche 4 Multi-Hits, um die Sandwich zu töten. Die Sandwich. Ich würde das lieber essen. Aber naja, wir haben das Ganze jetzt mal geschafft. Yay. Wollte ich mal sagen. Oh, ich sollte das, würde ich mal sagen, vielleicht mal lassen. Hm, wird vielleicht noch schlimm. Oh, guck mal, da ist Kraga. Wer ist Kraga? Ich kenne keinen Kraga. Kraga wurde hinaus teleportiert. Ja, und das war's jetzt vom Surfish Dungeon. Den Surfish Dungeon, den der jetzt mal hier im CS ist, aber man nicht mitbekommen hat. Mal so eine Frage, wie viel vom Part hast du jetzt gerade mitbekommen? Immer nur dann, wenn du Push-to-Talk benutzt hast. Also quasi gar nichts. Ja. Okay, ja, dann noch ein Grund mehr, dann den Part gleich zu sehen oder so. Keine Ahnung. Ja. Und ja, beim nächsten Mal mache ich, glaube ich, mal kein Push-to-Talk rein. Das wäre, glaube ich, ein bisschen eigenartig, wenn ich das nochmal machen würde. Und ja, das war's dann so ziemlich von diesem Part. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, macht's gut und ciao.